Einmal hat mich einer von oben angegriffen. Was? Wer sagt mir nicht, dass da irgendwann einer drin steht? Ich hab einen dritten. Ich hab einen sechsten Sinn vor sowas entwickelt. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Dead Space 2 dran und Jovo hier. Keine Ahnung, was das gerade war. Im letzten Teil, die Dana, die hat uns hinterhältig hintergangen. Sie war nämlich eine Anhängerin der Unitology-Kirche. Was war denn dies? Achso, Stückgitter. Gut, dann sind wir hier. Irgendwie, komischerweise, haben wir über den Aufsturz überlebt. Sind hier angekommen. Na, den mache ich erstmal nieder. Und am Ende vom letzten, da haben wir hier einige bekannte Gesichter gesehen. Den Fettomorph. Dann haben wir auch die Zombie-Robben gesehen. Wo ich mir denke, wo haben die sich hier wieder rumgetrieben? Wo soll ich lang? Da lang, okay. Von hier oben hatte ich hier irgendwelche tentakelartigen Wesen gesehen. Wer weiß, vielleicht ist es so eine Nebensorte von Mochen, die ebenfalls für Mutationen zuständig sind. Was weiß ich. Bist du ein Überlebender? Ja, super. Bam. Die sind doch noch rausgekommen. Moment. Okay, Fettomorph, aber... Wie hat der sich da versteckt? Wie hat sich der Fettomorph da versteckt? Ich habe danach auf jeden Fall gespeichert. Also das kann nicht sein, dass das jetzt... Dass die Welle jetzt wieder von vorne beginnt, oder? Wie hat der sich bitte versteckt mit seiner Größe? Das ist ja unglaublich. Da geht's weiter, aber da sehe ich einen Shop. Einen Shop sehe ich da. Sehe ich ja noch was Schönes? Das nicht. Das nicht. Das. Schauen wir mal. Ist ja gut, hier ja nicht rein. Hätte ja ein Schild hinhängen können. Bitte nicht stören. Gegenstände kaufen, verkaufen und lagern. Ja, bitte, Dankeschön. Heruntergeladenes Schema, Strahlmunition, alles klar. Heruntergeladenes Schema, Detonator, alles klar. Heruntergeladenes Schema, Suchergewehr. Shop aktualisieren, aktualisiert, Ripper. Alter Falter, da ist ja ziemlich viel dazugekommen. Suchergewehr. Hochmodernes Aufklärergewehr mit Präzisionszoom. Primärfeuer, drücke um, eine Kugel mit hoher Reichweite abzufeuern. Sekundärfeuer, drücke Leertaste, in den Zoom-Modus zu schalten und das Schadenspotenzial zu erhöhen. Also im Grunde einfach ein Snipergewehr. Sniper finde ich schon interessant. Nur ich kann sie nicht spielen. Ne? Detonator. Werkzeug zum Anbringen von Kontaktminen. Primärfeuer drücke links, eine einzelne Kontaktmine anzubringen. Sekundärfeuer drücke Leertaste, die zuletzt angebrachte Mine zu entschärfen und zu bergen. Das ist nur zum Vorbereiten und in der Hitze des Gefechts ist es nicht wirklich möglich. Ripper. Industriesäge mit Fernsteuerung. Primärfeuer drücke links, ein Sägeblatt vor der Säge herzuführen. Das ist wirklich, man hält die vor sich und jeder, der da reinläuft, wird zerschnitten. Sekundärfeuer drücke Leertaste, ein Blatt mit hoher Geschwindigkeit abzufeuern. Schöne Sachen. Brauche ich aber alles nicht. Was ich bräuchte, wäre wahrscheinlich ein bisschen. Plasma-Energie. Jawohl. Eins. 2, 3. Ist sicher. Dalne. Stasi. Benutze ich nicht wirklich. Ein paar Medipacks. Ich weiß, ich verdicke jetzt all meine Sachen, aber hey. Warum kaufe ich mir den eigentlich nicht? Dann habe ich ihn. Dann habe ich 3 Stück. Alles klar. Anscheinend ist er immer einer für 10.000 vorhanden. Alles klar. Inventar. Oh, jetzt habe ich sogar fast alles voll. Oh, das kann ich verticken. Das brauche ich nämlich nicht. Sicher, ja bitte. Strahlmunition brauche ich auch nicht. So habe ich sogar ein bisschen Munition zurück. Noch ein bisschen mehr zurück. Jawohl, liegen. Die Tomatenmine. Und schon habe ich wieder viele, viele schöne Sachen zurückbekommen. Ja, das sollte, denke ich, erstmal fürs Erste reichen. So. So, aufladen. Klicke Redo und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie tot du bist. Zu den öffentlichen Bereichen und zum Transitknoten. Transitknoten ist sowas wie ein Verbindungsbereich, oder?
Also ich meine, Knoten ist ja etwas, was verbindet. Das da rechts lebt, oder? Bitte was? Ich hab nichts gemacht, das ist von alleine explodiert. Und die Leiche ist gerade wieder verklitscht. Ich glaube, ich erlöse erstmal hier den Bruder. Ansonsten geht er mir nämlich verdammt nochmal auf die Nerven. Zack. Okay. Das ist der einzige Weg, der entlang geht. Gut. Jupp. Zack. Das ist irgend sowas wie... ganz ehrlich, ich nenne sie Bazillenschleudern. Das passt, das passt. Die schleudert da irgendwas, was explodiert und mir wahrscheinlich wehtun würde. Fast schon wie Bazillen. Ich sehe dich. Und weg bist du. Für Bazillenschleuder macht der ziemlich viel Krach. Du bist da auf der anderen Seite, hä? Ich höre dich. Slicer? Hast du die Beine zu Hause gelassen, oder was? Ich weiß, es kann mühsam sein, sich die Beine anzuschrauben, aber die brauchst du schon, wenn du einen weiten Weg gehen willst. Hey, hey, weg da. Alter, bei dem Spiel hört man überall was. Das ist hier... Kann man immens paranoid werden. Ich höre noch was, aber... Aha. Und tschüss. Eine Werkbank. Nice, da ist sie. Mal sehen, was will ich denn diesmal aufbessern? Was will ich denn aufbessern? Meine Wick oder meine Waffe? Ich habe drei Stück. Denn einen Knotenraum brauche ich erstmal noch nicht. Mein Plasmakater wäre, glaube ich, gut. Nachladen, das würde ja machen. Mal sehen. Habe ich da schon was gesetzt? Wurde bereits überdeckt, das ist gut. Ich könnte also mehr Schaden kriegen, wenn ich diesen Weg gehe, ja. Kapazität, gut, ich brauche eigentlich nicht unbedingt mehr Munition. Fast eigentlich nachladen, es würde schneller nachladen. Und es würde wahrscheinlich schneller schießen. Das würde helfen, das würde helfen. Also würde ich sagen, mache ich das einmal hier. Einmal dort. Und einmal hier. Alles aufgebraucht und das sieht doch ganz gut aus, oder? Wurde bereits überdeckt. Alles klar. So. Also ich denke, den Plasmakater werde ich so weit wie möglich wirklich upgraden, weil einfach... Weil es ja meine Hauptwaffe ist. Nebenwaffen, gut. Da kann ich mir einfach aussuchen, was mir am meisten Spaß macht. Aber mein Plasmakater, den brauche ich für alle Fälle. Und da sollte es wirklich gut klappen, dass er schnell nachlädt, dass er gut schießt und so weiter. Bestätigen. Laden. Speichern. Dankeschön. Ah, seht ihr, hier wäre nämlich auch was gewesen. Sicherheitslager für extra Sachen. Und so wie es aussieht, kann man da auch manchmal gewisse Textlock finden. Aber das ist mir nicht unbedingt wert, ganz ehrlich. Da finde ich bei den Necromorphs genug Sachen. Völlig losgelöst von der Erde, wie es scheint. Kann ich da jetzt durchfliegen? Ist ja die Luft ein bisschen knapp? Okay, nur Schwerelosigkeit. Es ist nicht Vakuum. Alter Falter. Zack. Ist zwar schön hier mit der Taschenlampe, aber ich kann trotzdem nicht so viel sehen. Okay. Zack. Na gut, die Necromorphs. Für die Necromorphs ist es ja, denke ich, kein Problem. Wo lang? Dolong? Ich schaue erstmal hier um die Ecke. Mal sehen, was ich hier finde. Munition. Das brauche ich natürlich. Eieiei. Mehr Taschenlampe, wie gesagt, ist einfach. Ist trotzdem ziemlich dunkel für meinen Geschmack. Ich soll also den Sauerstoff eindämmen, damit das Feuer hier
aufhört. Okay, ziehen wir das mal raus. Mal sehen, was passiert. Das sollte ich doch machen, oder? Achso, verstehe. Natürlich, das Feuer wird zwar erstickt, aber gleichzeitig wird mir ja dann auch der Sauerstoff genommen. Das heißt, wenn ich dann hier durch bin, hier muss ich wahrscheinlich was machen. Mhm. Alles klar, weg mit dir. Habe ich soweit gemacht? Habe ich soweit gemacht? Es funktioniert noch. Und wo jetzt weiter? Ach stimmt, ich kann ja fliegen. Alle, hopp. Hui. Na, wo geht's lang? Wo geht's lang? Moment, ich richte mich gerade mal aus. Irgendwas hier, was mir Schmerzen zufügen will? Ich hätte total vergessen, dass ich landen, dass ich fliegen kann. Also müsste wahrscheinlich hier irgendwo... da unten? Da unten war ich doch. Da habe ich doch alles schon rausgenommen. Oder ich hier noch was? Hm. Mal schauen, ob ich hier irgendwas rumschwirren sehe. Aha, seht ihr doch, da oben ist er was. Jawohl, die gehen. Wups. Hab dich entdeckt. Hab dich entdeckt. Zack. Und zack. Wie sieht's aus? Das Feuer ist aus. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Hau ab, AJ! Bitte was? Hör auf mich zu schießen! Hey, AJ! Jesus Criminy! Das ist der Nachteil hier im Vakuum, da hört man nämlich nichts. Okay, hier bin ich richtig. Bist du tot? Dankeschön. Keine Munition, keine Munition. Oh, okay, ich bin jetzt wieder sicher. Gut, danke. Heißt das, ich soll jetzt wieder zurück und mir einen anderen Kern holen? Könnte funktionieren. Da schwirren ja welche rum. Okay. Aufladen, wunderbar. Gut, also gehen wir nochmal zurück. Ich denke, ich habe hier alle erledigt. Also holen wir uns mal so einen Kern. Wo haben wir denn den schönen, schönen Kern? Komm mal her zu Papa. Danke. So. Wisst ihr, es gefällt mir eigentlich schon gut, wie das... Moment, jetzt muss ich erstmal hier aufmachen. Klicke Redo. Wie Dead Space das löst, ist schon, sage ich, auf eine logische Weise. Man muss da halt was rausnehmen, um da was einzusetzen und dann geh wieder rein. Dankeschön. Haha. Wunderbar, es läuft wieder. Irgendwas hier, was ich verpasst habe? Nö. Hm. Wartungsraum zutritt nur für autorisierte Mechaniker. Ich glaube, in den Zuständen ist jeder autorisiert. Einmal hat mich einer von oben angegriffen. Was? Wer sagt mir nicht, dass da irgendwann einer drin steht? Ich hab einen dritten. Ich hab einen sechsten Sinn vor sowas entwickelt. Verdammte Kiste! Alter! Ich hab meine verdammte Vorahnung. Das kann ja wohl nicht sein. Was? Alle weg, die Schritte. Er will, dass ich die Schritte befolge. Schritt 1 in die dunkle Maschine kriegen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden. Wir wissen ja jetzt, anscheinend hat der Isaac den Marker gebaut oder hat mitgeholfen, den zu bauen. Und der Strauss anscheinend auch. Lebst du?
Nein, gut. Aber da frage ich mich... Trotzdem kann ich mich... Frage ich mich ein bisschen... Ein bisschen frage ich mich, wieso der... Ach, das war da drin? Okay. Deshalb trotzdem frage ich mich ein bisschen, wie der Isaac immer noch so gut bei Verstand ist. Ja? Und Speicherstation, wo geht's lang? Dort geht's lang. Wunderbar, da kann ich nicht durch. Hier hat sich wahrscheinlich ein Gremlin am Werk gemacht, hier an der Elektronik. Irgendwo noch was? Nö. Speichern wir mal. Gut. Ein bisschen Zeit habe ich noch für den Part, deshalb mache ich auch hier doch noch weiter. Sollen ja auch nicht zu kurz werden. Ich glaube, ich fange jetzt mal von oben wieder an. Bestätigen. Überschreiben. Jo. Einfach nur Vorkehrungsmaßnahmen, das sehe ich hier nicht im... Wie sieht mein Inventar meiner Munition aus? Ich glaube, ich hätte mir mehr Plasma-Munition kaufen sollen, aber naja. Naja. Kann ich ein bisschen mit meinem Gewehr üben. Hallo! Der Eisere ist hier. Möchte jemand Patronen haben in Sanma? Ach, lass mich raten. Hier sind die Hunter wieder unterwegs. Wobei mir gesagt worden ist, der offizielle Name ist wahrscheinlich Stalker. Gut, Stalker passt auch natürlich. Die schauen in die Ecke und denken sich, wo bist du, mein Schatz? Wo bist du? Ich sehne mich nach dir. Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte, dass ich gegen die Hunter die Detonatorminen einsetze. Aber Ella Badge, die habe ich nicht. Das brauche ich nicht. Wenn ich meine... Habe ich dich erwischt? Ja, Straßenstation ist hier, das heißt, hier sind Hunter unterwegs. Hallo. Wo seid ihr? Genau die Munition, die ich brauche. Dankeschön. Juhu. Ich gehe noch nur sicher. Lass mich raten, hier sind die Hunter noch gar nicht, sondern erst auf dem Rückweg. Wetten? Ich bin bereit. Ich sollte glaube ich, einen kleinen Medipack nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ganz auffüllt, aber besser ist besser. Aha, Credits, danke. Okay, ich bin gerade. Ah, verdammte Kiste. Na komm doch! Komm zu Papa! Wo seid ihr? Wo seid ihr, hä? Los! Kommt her, wenn ihr euch traut! Ich warte hier, wo es sicher ist. Bam! Ja, das war außer Reichweite. Okay, ich sehe dich. Komm her. Komm her, Freundchen. Ach, verdammte Kiste. Ha! Hab dich erwischt, du Sau! Wer ist jetzt der schlauere Jäger, hä? Bam! Booyah-Chaka! Voll erwischt! Autsch! Gut! 1:0 für dich! Oder Bings, ich würde mal sagen, ich sehe dich. Autsch! Alter, Alter. Folgen die mir hier hoch? Die warten wahrscheinlich in ihrem Jagdgebiet auf mich. Kommt her. Ich erwisch dich. Uiuiui. Na, brauchst du eine hilfreiche Hand? Komm her, Freundchen. Komm her. Bam. Alter, wie
habe ihn nicht erwischt. Die Frage ist, wie viel laufen hier noch rum? Hallo? Hast du dich für cool gehalten, was? Hast du dich für cool gehalten? Autsch. Die halten doch mehr aus als gedacht. Ja, super, ich habe meine ganze Munition verbraucht. Summersay. Hab ich dich erwischt? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Puh. Hey, ganz ehrlich. Klingt komisch, aber ich mag die Hunter. Sind eine ziemliche Herausforderung. Uiuiuiui. So, kommen wir jetzt zu Papa. Wie viel waren das denn jetzt? Keine Ahnung, aber es waren genug, um meine ganze Impulsmunition hier auf. Meine ganze Impulsmunition hier zu verbrauchen. Wie bitte? Bist du denn da oben? Achso, das war ein Mensch. Ich dachte, das wäre ein Hunter. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Hm? Was? Starterpack, danke. Kann ich gebrauchen. Na, zumindest kriege ich hier jetzt ein paar Sachen zu Credits. Gut, kann ich mir das kaufen, was ich genau brauche. Aber wenn ich das vor Ort kriegen würde, wäre das um einiges besser. Ich konnte es nicht nehmen, deshalb musste ich auf Nummer sicher gehen, dass, ob der wirklich tot ist. Minipack, dankeschön. Munition, Munition, danke, danke, dankeschön. Was ich mich ja frage ist, wir haben jetzt gesehen, bei den, wahrscheinlich wenn es Babys sind, werden die zu AJs. Wenn es Kinder sind, werden sie zu den Gremlins. Wenn es Erwachsene sind, werden es wahrscheinlich meistens dann die Zombie-Robben, Slicer, was auch immer, ja? Könnten das jetzt Teenager gewesen sein? Von der Größe her? Könnte passen, oder? Gut, einmal Hackeridu. Mal sehen. Aha. Oho, aha, wo ist da was? Hier ist was, hier wohligen, hier wohligen. Ich werde schneller, nicht? Wenn Hacken wirklich so einfach wäre. Wenn Hacken so weiter einfach wäre. Geh mir kurz mal aus dem Weg. Entschuldigung. 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 Wird hier irgendwas auf mich kommen? Isaac, er ist weg. Hören Sie, die Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1, krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2, die Schrauben sind so fest, so fest. Ich verstehe nicht. Oh, nein, er ist zurück. Nein, 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 nein! Wer ist zurück? Was für eine Maschine? Was für Schrauben? Aber das sind die Schritte, um den Marker zu zerstören. Und wieso ist hier so viel Blut? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Whatever it takes, Director Tightman, Courage, Compassion, Stability. Mut, Compassion, das ist Mitgefühl, oder? Und Stabilität. Wo schaust du denn da hin, Tightman, hä? Bist du so ein Beinfetischist? Hm? Biste? Biste? Wer redet denn da? Moment! Da ist irgendjemand. Und der braucht anscheinend... Und die braucht anscheinend Hilfe. Wow! Der hat einen guten Schuss. Okay, ich glaube, ich brauche hier... Bitte was? Hinter mir? Nein, okay. Die kann sich ziemlich gut behaupten gegen die Viecher. Eine andere Überlebende oder... Bitte was? Wo, wer, was? Ja, das sind so kleine Masochisten, kann ich schon sagen.
Wow. Bin auch von deiner Seite. Denke ich. Wenn Sie reden wollen, dann von da aus. Okay. Sagen Sie nicht, Sie wollen mir helfen. Der Letzte, der das behauptet hat, wollte mich töten. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Ganz genau. Und wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Okay. Okay. Ich glaube, meine Damen und Herren, hier mache ich jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und wer diese schießwütige Frau ist, die sich ziemlich gut gegen die Nekromorphs verteidigen kann, die werden wir dann im nächsten Teil kennenlernen. Aber mein erster Eindruck, sie scheint Angst zu haben. Und sie versucht zu überleben, was wir auch versuchen. Und vielleicht haben wir in ihr eine Verbündete gefunden, was weiß ich. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Dead Space 2 gefallen. Wenn ja, lasst... Entschuldigung. Das ist die ganze Aufregung und die staut sich auf, dann muss die irgendwann raus. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Joe. I love the Nintendo. Tschüss. And goodbye.